Ja, hallo, ich bin hier beim BAM Award und neben mir steht jemand ganz Berühmtes, sowohl was Sport als auch was Videospiele angeht, ist nämlich Tony Hawk, der großartige Tony Hawk. Der hat gerade als erster Mensch überhaupt den Hall of Fame Award von uns bekommen. Das heißt, er ist der Erste, der jetzt in der Ehrenruhmeshalle von Combotech drin ist. Und da fragen wir ihn mal, ob er sich gefreut hat drüber und wie es ihm generell gerade so geht. Tony. Thanks for coming. Yeah, of course. So, I hope you're happy. Zuerst mal möchte ich anmerken übrigens, dass ich unglaublich gut aussehe und zum Zweiten, dass ich eine Stimme habe wie eine Gießkanne auf dem Video. Das war am Ende der Messe schon beim BAM, der tollen Gala. Und der Anton Falke, der war richtig gut drauf, muss ich sagen. Er guckt zwar ein bisschen müde rein, liegt vielleicht an meinen Fragen, aber wir haben uns jetzt da auch den Synchronübersetzer für das Interview gespart, sondern erzählen unseren Lesern einfach mal, was er so erzählt. Also zum einen ist er schon langjähriger Abonnent der Play 3. Zum anderen hat er früher immer begeistert so VHS-Tapes vom Toni geguckt, wo der Toni so skatet, im Hof, auf den Rampen. Ja. Und ja, also ich war überrascht, dass er so vieles Persönliches auch von uns alles wusste. Da geht es gerade um den Podcast jetzt. Da fand er auch ziemlich lustig, dass wir neulich mal so einen Podcast mit Anglizismen gemacht haben, weil er dann wenigstens ein bisschen was verstanden hat. Also es ist echt ein ganz nettes Kerlchen. Und er ist auch auf play3.de registriert. Und wer seinen versteckten Usernamen rausfindet, kriegt von uns ein PS1-Spiel frei Haus geliefert. Genau, wie immer. Und er hat mir danach noch Geld zugesteckt übrigens, war aber eine andere Geschichte, damit wir das nächste Tony Hawk mal wieder ein bisschen besser bewerben, weil ich ihm gesagt habe, dass Skate eigentlich die viel bessere Serie ist. Oh, da war er ganz schön geknickt. Ja, aber das Witzige ist tatsächlich, das fand ich das Spannendste dran, dass ich zu ihm gesagt habe, dass der beste Skateboarder oder zumindest berühmteste Skateboarder der Welt neben dem schlechtesten steht, weil ich wirklich, also man will mich nicht auf einem rollenden Holzbrett sehen, es ist einfach furchtbar. Ich habe es mal als Jugendlicher probiert, wollte auch so cool sein und dann ging es halt so dermaßen schief, dass ich es gleich gelassen habe. Also das ist schon, man muss schon Talent haben dafür, du hast ja auch mal... Gute 10 Jahre, ja. Und warst du gut oder eher okay? Ich war okay. Hast du dann auch so ein Nolly Olly 360? Nein, also ich bin in der Halfpipe ja gar nicht gefahren. Nur Flatland. Also oder halt so Skatepark. Ist ja gut. Street Style. Bei dieser Veranstaltung noch ein bisschen feiern gehen können. Grüße von mir und von Toni.